Und hier ist eine versteckte Wand und dann kommst du rein in das Versteck von dem. Celias Versteck. Let's go. Dann kannst du die Quest hier weitermachen. So ein Ding ist das. Was ist die Zuschauerzahl bei dir? Hallo, Moin, bist du wieder? Null. Ne, Null. Die Null steht. Oder eins. Zwei jetzt. So. Willst du meinen Verstecke klauen hier oder was? Geld bezahlen, ey. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Du brauchst dafür ein Siegel. Da musst du erstmal die Quest machen. Da kriegst du einen Gegenstand und dann kannst du erst zu dem Versteck hier. Siehst du das? Da musst du zu der einen Frau hier, die ist. Warte. Hier in der Ruine. Die Zauberin Selen. Hier drin ist sie. Da musst du die Quest machen von der und dann kommst du da auch hin. Beziehungsweise dann kriegst du das Siegel. Zwei Zuschauer. Sind noch mehr versteckte Sachen oder was? Hier alles versteckte Wände hier. So eine geile Ecke hier. Mann. So die Frage, welcher Weg ist der bessere? Überall versteckte Wege sein. Jo, er trifft den nicht, es geht gar nicht. Dieses Vieh ist der größte Bullshit überhaupt. Dieses Monster ist so dämlich, aber hätte dieser eine Sprungangriff getroffen, wo er markiert war, wäre tot, Ami. Und nochmal den Mist hier. Das Problem, wenn die Dings hier fehlt. Die Beweglichkeit von dem Gebiet hier mit der Waffe. Versteckten Wände hier. Na, diese Zauberhöhlen, da musst du echt super viele Wände anhauen. Da weißt du halt nie, ob es irgendwie noch einen Weg gibt oder nicht.
ein. So, ich würde sagen, ich spaziere jetzt oben lang. Ist auch nichts mehr. Schon ein bisschen verwinkelt hier alles wieder. Jo, ey, ich hab keinen Schaden mehr. Ist ja noch ein robuster Typ hier. Oh Mann, geh mir nicht mehr rein. Rüber. Und dann gehen wir gleich. Geh jetzt mal hier lang. Alter Schwede, ist die Höhle verwinkelt und vermacht. Kommen wir hier wieder hoch oder was? Im Prinzip kann ich hier auch nochmal hoch. Ist auch nochmal was. Alter Vater. Weiter runter. Ich muss den einen Weg da oben auf jeden Fall nochmal lang spazieren. Hier geht's noch weiter runter. Let's go. Bossraum könnte auch nicht mehr weit sein. Ist der Bossraum. Die Frage ist, mache ich den Boss mit der Waffe oder mit einer anderen Waffe? Ich würde sagen, wir gehen rein. Wahrscheinlich. Let's go. Oh jo. Wir sind zum Glück nicht robust. Oh fuck, die sind ja richtig stark. Alter Schwede, ne? Shit, ich brauche mehr Beweglichkeit in zwei Eckchen. Schadenabfeule. Alter Schwede, ne? Muss die Waffe schnell wechseln, sonst ist halt ein Problem. Naja. Ah, weg, 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 weg. Ich muss beweglicher sein, sonst bin ich gleich am Arsch. Ah.
es geht schon, aber die sind halt robust gegen meine Waffe. Mit der Waffe, die ich jetzt habe, hau ich die schon weg. So. Wie konnte ich den schon wechseln? Nein. Nein, 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 nein. So, der eine ist schon mal fast weg. Let's go. Nächste Welle. Kann mich halt nicht angreifen. Ist auch futsch. Ah jo, kann ich hier nicht treffen. Ah, da macht sie gar nichts mehr. Gut, haben wir sie weg. Alle besiegt, den Kristall. Schwall. 7000 Dinger bekommen. Sehr nice, aber hier muss auf jeden Fall noch mehr sein. Jo, Nachtmeister, ne? Höhle habe ich auf jeden Fall nicht komplett angucken können. Ich habe auch keinen Bock, die nochmal alle zu killen, deswegen eigentlich so jetzt immer. So geht er, aber ich denke schon. Die Freude macht auch richtig Schaden mittlerweile. So, hier bin ich nicht lange hier im Freund. So aus, wenn das so tief ist, da hinspringe tot bin. Da unten ist das Siegel. Aha. Da ist die Quest. Machen wir gleich. Ich bin halt ein bisschen verwirrt, ich will ja meine Dings wieder haben. Eine Seele. Unten war ich gewesen, wo ich verreckt bin. Okay. Ich habe keine Dings mehr. Keine Heilung mehr. Okay. Das ist ein kleines Problem. Ja.
ist das Gift. Tja, gut. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Gegner, irgendwas, das mich hier irgendwie weghaut. Weil den Dings haben wir schon gesehen, den Siegel. Siegel ist ganz hier unten. Ich frage mich halt, ob ich da hin kann, ohne dass ich jetzt hier verrecke. Okay. Gut. Bitte kein Gegner. Oh ja. Das ist ein kleines Problemchen jetzt. Kein Leben. So, wir nehmen mal eine Rune. Oh jo. Gut. Passt, jetzt kann man das Siegel öffnen. Questreihe soweit erstmal erledigt. Gucken. Da ist er. Sterne des Ruins. Okay, das war's, ne? Mehr gibt er nicht. Okay, dann sind wir durch mit der Quest. Wir gehen zurück zur Ruine, wo die Zauberin Selen ist. Gucken wir mal, was die uns erzählen will. My apprentice, I have a favor to offer. So. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere. But my body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can... Oh. Okay. Who could have guessed? My gratitude. I am truly pleased to have you as an apprentice. This is a mere token. So, das ist die Quest jetzt mit dem Typ im Kerker. Komm. This brings us a full step. The bodies of masters Azure and Lusat can be. If only I could undo. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika. Can you make the journey to my? I have something that. But...